Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Summer in Mara. Wir haben ein bisschen was vor, wir haben hier neue Sachen aufgedeckt. Ich nehme die Folge direkt im Anschluss auf, weil ich tatsächlich, also im Anschluss an die letzte Folge, weil ich einfach super gespannt bin, was uns dort erwartet. Deswegen konnte ich jetzt einfach nicht warten. Ich weiß, dass ich euch ja in der letzten Frage noch wegen der Schokolade, letzte Folge noch wegen der Schokolade gefragt habe. Ja, das weiß ich jetzt leider immer noch nicht, da ich auch eure Kommentare noch nicht lesen konnte und selbst noch nicht nachgeschaut habe. Deswegen, ja, machen wir uns jetzt auf den Weg. Ist ja auch egal, wir können Schokolade kaufen im Notfall. Alles gut. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich glaube, mussten wir da tauchen? Ach, wir mussten da tauchen, ne? Das war nicht die Onze-Aufgabe, das... Oder war das von Onze? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir da tauchen gehen. Da ganz hinten. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, eine Taucherbrille haben wir auch noch. Wir sind jetzt hier. Okay, ein bisschen ist noch. Hier liegt so viel Zeug rum. Wer lässt denn eigentlich seine ganzen Kisten und so weiter im Wasser rumliegen? Also ganz ehrlich, das ist hier, das ist ein reines Drecksloch. Ganz ehrlich. Ganz Mara oder wie auch immer das ganze Ding hier heißt, ist einfach ein Drecksloch. Ich glaube, das Gewässer heißt Mara, oder auch? Wenn ich mich noch ganz recht entsinne. So, müssen wir mal gucken, ob wir es schaffen, alle drei Inseln zu erkunden. Könnte vielleicht ein bisschen viel werden. Wir fangen jetzt hier unten an. Also mit der hier gleich. Komisch, ne, dass die das jetzt uns quasi freigeschaltet hat und es nicht dadurch freigeschaltet wurde, wie letztens, dass man das Schiff verbessert. Das heißt, dass es wahrscheinlich gar keine Schiffsverbesserung mehr gibt und wir jetzt alle Inseln wahrscheinlich auf so eine Art entdecken werden noch. Hätte mich jetzt auch gewundert. Ich habe schon ein bisschen Angst bekommen tatsächlich, dass wir jetzt so viel Geld ausgeben müssen, um wieder, ja, weiterzukommen. Weil das letzte Mal, der Ausbau war ja schon teuer. Schlummerwald. Oh, schick. Gefällt mir. Wir gucken auch nachher gleich wegen dem Fisch da, ob da vielleicht Tintenfische sind. Okay. Hübsch. Ich will da in die Mitte. Hui! Oh, Postkarte. You have found the super secret Red Pandu message. Du hast die super geheime Nachricht von Red Pandu gefunden. Don't tell anyone. Xerebus. Erzähl's niemandem. Okay, ich habe eine Zwiebel dafür bekommen. Ich weiß nicht genau, was jetzt die geheime Botschaft war. Egal. Kein Feuer anmachen. Ja. Na komm. Ah, ich kann es nicht mehr ausmachen. Doch. Ah, wir haben jetzt eine Fackel angemacht. Okay. Ich will ja nicht hier einen Waldbrand verursachen. Schön. Ich weiß nicht, warum. Ist das irgendwie ein Secret? Irgendein Hinweis auf ein anderes Spiel oder so? Ich weiß nicht, aber irgendwie ist das lustig. Das nehmen wir mit. Ah, Mist, ich hätte ja Steine verkaufen müssen. Vergessen hätte ich bei Kai letzte Folge eigentlich machen können. Naja, gut. Leider vergessen. Kann man da hoch? Was haben wir hier Schönes? Mal gucken, was wir hier Schönes angeln. Oh, der ist hübsch. Was auch immer er ist. Und einfach zu fangen. Glasaugenbarsch. Okay. Nicht das, was wir brauchen, aber... Oh. Dieser Ort ist so schön. Er steckt voller Leben. Was macht also so ein Kack-Elit hier? Mhm. Diese Insel hat großes Potenzial. Wir könnten sie sehr leicht umgraben. Davon will ich nichts wissen. Na. Ich hoffe, sie lassen mich eines Tages wieder nach Hause zurück. Oh, ist er hier im Exil? Mensch. Tut mir leid. Was haben wir hier Schönes? Na, leider nicht das Metall, was wir bräuchten. Aber hey, wir nehmen mit. Wir kriegen echt nur noch Steine. Ich, naja. Ist das eine... Nee, ist keine Muschel zu mitnehmen. Okay. Na gut, das war's dann auch schon. Nicht so ergiebig. Also das war jetzt nicht so... Nicht so die Insel. Also irgendwie hübsch, aber nicht wirklich was zu finden dafür, dass das jetzt hier so... Naja, gut. Und was kann ich hier denn Schönes angeln? Ah, eine Flunder oder so, ne? Wow. Ja, ist aber gut. Wow. Sag mal, ein platter Fisch. Wieso ist die denn so aggro? Erinnert mich ja schon hier an Stardew. Die Flunder. So. Okay. Mehr brauche ich davon, glaube ich, nicht. Wir reisen weiter. Also so weit ist der Weg jetzt wirklich nicht. Also, dass sie gesagt hat, wir müssen jetzt unterwegs tanken, sehe ich jetzt nicht so. Unser Malertank ist so wirklich voll. Oh. Wir haben ein Schwein mit Herz. Es ist ein wie heißen die? Ein Little Pig. Das ist ein Little Pony Pig.
Oh, wie süß. Was ist... Ist das der Baum, ne? Warte mal. Okay, wir haben jetzt hier einiges anzugucken. Erstmal kurz... Oh, ich habe gerade nicht... Mist. Ich habe gerade irgendwie überhaupt nicht gesehen. Die Elites sind eine echte Gefahr für Mara. Ich bin gerade verwirrt. Irgendwie war das gerade ganz komisch mit dem Angeln. Willst du zurück nach Hause? Na, stimmt, das ist ihr Heimatding mit dem Baum, ne? Da sollten wir doch hin wegen ihr. War der große Baum dein Zuhause? Jetzt verstehe ich, warum du die Elite so hast. Das muss schrecklich gewesen sein. Arme Napopo, du musst viel gelitten haben. Wir müssen sie besiegen. Ich muss Donna überzeugen. Na, schön mal wieder mit Napopo zu reden. Ist schon so lange her. Keine Sorge. Ich kümmere mich darum. Den kranken Fisch, den du in der Nähe des Quellbaums gefunden hast. Ich habe noch gar keinen Fisch gefunden. Moment. Ich sehe hier nichts. Hä, was ist denn da? Ist das ein Bug? Man hat überhaupt nicht gesehen, wann man drücken musste. Mutierter Fisch. Also das mache ich jetzt nicht nochmal. Das ist echt anstrengend. Weil irgendwie, man hat überhaupt nicht gesehen, was man hier eigentlich gerade gemacht hat. Oh. Na, wer ist denn da? Cool, magst du Musik? Natürlich. Ich wünschte mir, ich hätte noch mehr Instrumente. Es wäre so toll, eine Band aus musikalischen Robben zusammenzustellen. Ich kann dir helfen. Ich habe hier eine Blaupause für eine Ponton-Trommel. Das sieht etwas verwirrend aus. Lass dir ruhig Zeit. Ich habe keine Eile. Okay. Eine Trommel. Das will ich sehen mit den Robben, die da Musikinstrumente spielen. Ah, Hilfe! Sag mal. Aber kann ich jetzt noch handeln? Dankeschön. Eine Seidenraupe hätte die. Eis? Eis, ja. Würde ich eigentlich ganz gerne fast mitnehmen. Oh mein Gott, seit wann hat die denn das? Wir haben Erdbeeren und Schoten endlich. Oh, wie cool ist das denn? Und Himbeeren. Boah, nehme ich alles mit. Und Tomaten. Geil. Gut, dass wir so viel Geld dabei hatten. Das ist ja richtig cool. Ob ich auch noch Seidenraupen mitnehme? Ich weiß gar nicht, ob wir sowas als Köder schon haben. Oh, wie cool ist das denn? Bananen haben wir sogar, aber ich könnte nochmal vielleicht welche mitnehmen. Oh, wie cool. Warte mal, kann ich dir dafür auch irgendwas Schönes geben, was du gern hättest? Eine Muschel. Oh, ist jetzt nicht so yellow vom Sack. Nee, irgendwie will sie von uns nichts. Aber wie cool ist das? Wie cool. Wir haben coole Sachen. Wir haben Schwein bekommen. Wir haben ganz viele neue Samen. Oh, hätte sie jetzt noch Schokolade gehabt, da hätte ich sie geliebt. Aber wow, voll cool. Ich freue mich gerade riesig. Wie gesagt, ich verliebe mich immer wieder neu in das Spiel. Oh, hier ist auch noch so ein Ding. Hier kann ich... Ach, hier ist die Tauchstation. Okay, machen wir das. Wir tauchen. Nachschätzen. Schauen wir mal, ob wir was Cooles finden. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Schatztour. Oh, Meere. Keine Ahnung. Gold und irgendein Ring oder so. Ich finde das immer so schön, wie Napopo hier mit rumschwimmt. Ich wünschte, ich könnte die Fische nebenbei noch einfangen. Aber habe ich jetzt das gefunden, was ich eigentlich suchen sollte? Weiß ich nicht. Okay, mehr ist hier auf jeden Fall nicht. Dann hoch. Ich trinke erstmal einen Schluck Tee. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist dieser Ring. Etwas ist auf ihm eingraviert. Ich kann es aber nicht lesen. Es sieht aus wie Elite-Symbole. Ist der für Akila? Ist gut, ich bringe ihm den Ring. Okay. War das das, was wir finden sollten? Naja, gut. Akila wird uns sagen, was das soll. Oh, eine Postgrabe. Teamwork makes the dream work. Okay, Teamarbeit macht den Traum der Arbeit wahr. Ich weiß auch nicht. Karma. Okay, hier ist der Baum. Okay, das ist eigentlich schön, ne? Aber kann ich jetzt hier noch irgendetwas tun? Oh, noch eine Krabbe. I've been lost for so long. Feeling hollow, but now that I've found you, I'm found. MMK. Okay, also ich habe mich lange allein gefühlt, verloren gefühlt, aber als ich dich gefunden habe... Alexa, stopp. Ich habe mich lange allein gefühlt, aber jetzt, wo ich dich gefunden habe, fühle ich mich gefunden. Okay, gut. Wenn sie meint. Oder er, oder was auch immer. Keine gute Einstellung, aber okay. Keine gute Einstellung demnach, dass man ja eigentlich auch, ja, als Single oder alleine halt ein schönes, ausgefülltes Leben haben sollte.
Und nicht nur mit einem Partner. Aber gut. Okay, wir können da oben die Insel eigentlich noch mitnehmen, ne? Ja. Ja, schade, sieht man nicht so gut, ist so neblig hier. Ich würde den Baum gerne mal in ganzer Pracht sehen. Na, schwierig. Ich muss mal sagen, ich finde solche Aussagen immer ziemlich gefährlich, deswegen reagiere ich da auch so. Ich finde es nicht nur kitschig, dann wäre es nicht so mein Problem. Ich finde es einfach auch, ich finde das gefährlich, weil viele, auch mit den Disney-Filmen und so weiter, viele, ich muss eben kurz mal reinquatschen, entschuldigt, ich will das aber klären, weil viele dann immer so denken, ja, man kann nur glücklich sein auf dieser Welt als Mensch, wenn man einen Partner hat, landen dann in toxischen Beziehungen, die sie auch unglücklich machen. Also man hat ja nicht immer dann die große Liebe und eine schöne Beziehung. Viele sind in toxischen Beziehungen und bleiben da drin, weil sie denken, alleine wäre es halt unnormal und noch schlimmer. Gerade ab einem gewissen Alter darf man ja nicht alleine sein, das geht ja gar nicht. So in der Art, ja, denken halt, dass das quasi die Normalität wäre, dass man ja in einer Beziehung sein muss. Und ich habe auch gerne einen Partner, ich bin auch gerne in einer Beziehung. Ich habe momentan keine, kann aber trotzdem damit leben, so einigermaßen. Und ich finde, ich weiß nicht, ich suche halt immer irgendwie nach der Möglichkeit, alleine glücklich zu sein, was man eben auch kann. Und man kann ja trotzdem, man hat viele Hobbys, Freunde, Familie, die man auch liebt, die einen lieben. Und man braucht nicht immer einen Partner. Und vor allem keinen Partner, der einen, ja, wo man nachher unglücklich mit ist. Deswegen finde ich halt solche Sachen immer ziemlich toxisch, weil die Leute denn immer, wenn sie sowas wieder lesen, ist ja nicht nur ein Fall. Ich meine, man liest nicht nur einmal so einen Brief hier zum Beispiel mit dem, ich fühlte mich immer verloren, aber als ich dich dann gefunden habe, fühlte ich mich nicht mehr verloren. Ich nehme mal an, das deutet auf eine Liebesbeziehung hin und nicht, ich habe ein Kind bekommen und habe darin meine große Liebe gefunden. Das klingt schon eher nach Partner. Und das finde ich halt, wenn man das dann immer wieder überliest, in Filmen sieht, Happy End nur mit großer Beziehung, das ist halt auch so ein Ding. Immer Happy End ist, wenn man seine große Liebe gefunden hat. Es gibt auch noch andere Dinge im Leben, außer einem Partner. Man kann auch mit anderen Sachen glücklich sein, sich im Job verwirklichen, irgendwas Ehrenamtliches vielleicht machen, Menschen, Tieren helfen, der Umwelt. Man kann sich aus so vieler Art und Weise verwirklichen, man kann Glück finden. Das ist nicht nur durch Liebe. Und ja, deswegen, ich finde das immer so, ich habe so das Gefühl, dass so viel Wert darauf gelegt wird, dass man unbedingt eine Beziehung haben muss und Liebe haben muss. Vor allem eben die partnerschaftliche Liebe. Warum nicht einfach nur die Liebe zur Familie, zu Kindern, zu den Haustieren von mir aus? Ich liebe meine Katzen. Das ist doch auch was wert, oder nicht? Ich meine, hat nur die Liebe zu einem Partner einen Wert? Ja, okay, es tut mir leid, ich höre jetzt auf zu quatschen. Entschuldigung. Das passiert, wenn du dich mit einer Purpose-Familie anlegst. Oh Gott, das sind die Elites hier. Also, ich mag die Elites immer weniger. Das ist eklig. Das ist echt eklig hier. Ich kann nichts tun, ne? Ich kann hier, glaube ich, wirklich nichts... Das ist also das Symbol der Elites. Es ist recht hübsch. Nee, ist gar nichts hübsch. Ja, ist schön. Ein Stern im Hufeisen. Aber ansonsten, nein. Nichts daran ist irgendwie gut. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie reinkommen könnten. Ich sehe jetzt keine Möglichkeit. Boah, widerliches Viech. Ich weiß auch gar nicht, was das eigentlich macht. Wir könnten auch hier mal tauchen. Machen wir, obwohl ich in die Brühe eigentlich nicht runter will. Ah, guck mal, da sehen wir es sogar. Boah, das ist schon eklig. Komisch, ne? Hier ist es unter Wasser, da oben ist es mutierte Fische kriegen wir hier. Aber die sehen eigentlich ganz niedlich aus, die rumschwimmen, die roten. Oh, da haben wir irgendwas bekommen, was aussieht wie ein Elite-Teil. Warum kann ich hier so lange tauchen? Achso, ich hab eine Seifblase unterwegs eingesammelt, ne? Deswegen glaube ich. Eine Luftblase, entschuldigt. Na gut, mehr ist hier wohl nicht. Dann wieder hoch. Bin ich mal gespannt, was wir da für ein Teil gefunden haben. Sie sagt bestimmt gleich irgendwas dazu. Ah, die sind hübsch hier. Wenn das die mutierten Fische sind, eigentlich ganz niedlich. Okay, nee, sie sagt nichts dazu. Okay, das wundert mich jetzt. Kann ich mal irgendwie da rein... Nee, kann ich gerade nicht. Okay.
Ist immer noch ein Fragezeichen, komischerweise. Na gut. Dann, wir müssen dahin. Ich kann da leider nichts tun momentan. Hätte ich nochmal deutlich herumschwimmen müssen. Vielleicht hätte ich noch was gefunden. Naja. Ich werde jetzt erstmal gehen. Wir gehen jetzt erstmal zu Aquila. Oh, da ist schon wieder ein Stern. Kriege ich noch ein Schwein? Oh, ich hätte gerne noch ein schwarzes Schwein. Oder ein Albino-Schwein. Oh, wie gern hätte ich Albino-Tiere. Das wäre ja cool. Ein Schaf. Ja, nehme ich auch gerne nochmal mit. Ein weißes Schaf. So, wir müssen dorthin. Achso, und zu Dunam. Könnten wir auch machen. Oh Gott, langsam wird die Karte ein bisschen größer. Langsam schwierig, um grün zu kommen. Da dauert es zumindest lange. Aber wir haben noch Zeit. Wir sind erst bei 15 Minuten. Ich kann... Was mache ich denn jetzt zuerst? Ist das überhaupt, dass ich das Dunam so bringen muss? Ich weiß gar nicht genau. Ich würde, glaube ich, tatsächlich gerne zuerst zu Dunam. Wir machen das mal. Ihr den Fisch zeigen. Das interessiert mich jetzt, glaube ich, gerade am meisten, ob sie uns dann wieder hilft oder nicht. Vielleicht müssen wir dann auch zu Saimi oder so. Deswegen wäre das jetzt meine Idee, erst Dunam abzugrasen, anstatt zu Aquila zu gehen. Vielleicht sagt die ja auch was zu dem Teil, was wir gefunden haben. Aber das ist echt, die sind so kacke, die Elites. Also, da verpesten die da den ganzen Meeresbereich mit ihrem scheiß Maschine. Ich weiß gar nicht, was die macht. Ist das so eine Maschine, die quasi die ganzen Inseln hier zerstören soll? Also irgendwie haben die ja scheinbar ja Lust, die ganzen Inseln hier, die Ressourcen, glaube ich, abzuernten oder so. Ich weiß nicht genau. Oh, Moment. Da ist schon wieder was. Wahrscheinlich hier ein Küken, nehme ich an. Weil es so nah dran ist. Oh, jetzt ist es schon spät. Wo ist es? Ach, da. Ja, ist ein Küken. Ich nehme es jetzt doch wieder mit. Ich weiß, ich habe gesagt, keine Küken mehr, aber... Oh. Jetzt, wo ich gesehen habe, dass die größer werden, möchte ich doch ganz viele Küken haben, weil ich hoffe, dass die auch alle verschiedene Federn, ein verschiedenes Federkleid haben. Und ich mir das angucken möchte, wie die dann alle aussehen. Vielleicht werden es auch alle so eine braunen Hühner, ich weiß es nicht, aber ich würde es gern sehen. So, Tank ist bis zur Hälfte, das ist okay, da kommen wir noch überall locker hin. Müssen wir uns keine Sorgen machen. So ganz klappt das mit dem Tee, glaube ich nicht. Eigentlich durch das bauchige Glas, was ich habe, ist das eigentlich so ein Thermoglas. Das sollte eigentlich der Tee die ganze Zeit warm halten. Aber gut, nach einer Stunde ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, dass der Tee dann noch warm ist. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu optimistisch. Ich nehme an, Dunna wird jetzt schlafen, oder? Ich gehe mal kurz gucken. Oh, ein bisschen voll hier auf dem Schiff. Mit dem Schwein, dem Hühnchen und dem Schaf. Ich komme, spielen wir gerade so ein bisschen Arche Noah. Na... Ah, nee. Hier ist wahrscheinlich ihr Schlaf gemacht, ne? Nehme ich an. Na gut, dann müssen wir das leider in der nächsten Folge machen. Hier. Sie sind gerne auf meiner Insel gesehen. Ich weiß gar nicht, ob wir eh die Schafe hier wegklauen können. Okay, dann werde ich schlafen gehen. Ich meine, ja, es ist okay von der Folge. Wir können auch mal kurz gucken, ob die Metalle nachgewachsen sind. Das... Oh, ich sehe da, glaube ich, sogar was. Warte mal. Ist das mit... Ja, die sind tatsächlich wieder da. Okay. Na dann gucken wir doch mal kurz. Ich weiß nicht, ob Koa irgendwann umfällt. Schauen wir mal. Also wegen Schlaf, wegen Müdigkeit. Am besten, ich versuche mal nur die Dinger, oder? Obwohl, das teile ich auch gerne. Wow, wir haben... Ja! Endlich! Zwei Stück bekommen. Yay. Endlich mal Glück gehabt. Die Pflanzen lasse ich jetzt mal. Ich will nämlich noch mit Koa ins Bettchen gehen. Nein, das... Nein, nein! Das klang ganz falsch. Ich will Koa ins Bettchen schicken, so. Oh Gott. Das sind so Aussagen. Mit einer größeren Reichweite müsste man da aufpassen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie um 0 Uhr vielleicht umkippt. Also so Stardew Valley-mäßig stelle ich mir das halt vor. Vielleicht passiert auch einfach gar nichts. War hier noch was? Ich weiß es nicht mehr. Sieht nicht so aus. Gut, links war noch auf jeden Fall. Ich habe mich jetzt erstmal entschieden, nach rechts zu gehen. Gehen wir noch nach links, holen da auch noch die Steinchen. Und dann gehen wir ins Bett endlich. Wow, es ist auch schon super spät. Es könnte wirklich sein, dass sie gleich umkippt, ne? Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, was dann passieren würde. Obwohl es auch mal interessant wäre, es zu sehen, tatsächlich, was dann eigentlich passiert. Wenn man jetzt nicht ins Bett geht.
Wir reizen es mal aus. Wir reizen es kurz mal aus. Na. Oh, doch. Glück gehabt. Heute tatsächlich mal etwas mehr Glück beim Abbauen. Oh, aber Steine sind jetzt tatsächlich voll. Okay. Steine kriegen wir nicht mehr. Ah, nein, 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 nein. Verdammt. Ich häng fest. Oh, oh. Sie hängen tatsächlich. Ich hab's geschafft. Ich hab sie festgebackt. Oh, oh Gott. Glück. Oh, hier habe ich jedes Mal Angst, dass sowas passiert. Jetzt ist es tatsächlich einmal passiert. Ja, wir haben noch ein Steinchen bekommen. Und es ist 0 Uhr und sie ist nicht umgekippt, okay. Aber was ist jetzt, wenn ich jetzt schlafen gehe? Was heißt denn das? Ist denn noch ein Tag weg? Also ist das dann... Welchen Tag überschlafen wir dann? Oh, sie kippt gleich um. Moment. Na, ich gehe mal schlafen. Wir waren es ja leider nicht. Wir haben keine Tagesanzeige. Das wäre echt noch schön. Das hätte ich eigentlich gerne in dem Spiel. Also man weiß, wie viele Tage man eigentlich schon überhaupt in dem Spiel verbracht hat. Aber das ist leider nicht... Das zählt leider nicht mit. Man hat auch keinen Kalender oder so. Schade. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns ein andermal wieder. Oh, wie süß das ist da mit den Tierchen. Oh. Okay, das ist echt cool, ne? Wir haben alle drei tatsächlich, die man bis jetzt zumindest haben kann. Schön. Na gut, Leute. Dann, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.